Alles okay. Hallo, hier ist der Pink Panther und ich begrüße euch zu BioShock Infinite Teil 9. Wir machen einen kurzen Rückblick und zwar sind wir jetzt auf dem Luftschiff Richtung New York und das gefällt ihr mal gar nicht, denn ich hatte ja gesagt, wir fliegen nach Paris. Sie fühlt sich da ganz schön hintergangen und zieht mir dann auch mit dem Schraubenschlüssel einen über. Daraufhin wird das Luftschiff gekapert von Dunkelhäutigen, die ja da unterdrückt werden. Und die verlangen von mir, dass ich jetzt Waffen für sie besorge, damit ich das Luftschiff wiederbekomme. Sie läuft weg, weil sie einfach stinkig ist auf mich, logischerweise. Ich habe es ja übelst belogen. Ich habe ja Schulden und die muss ich ja im Austausch mit ihr dann sozusagen einlösen. Sie hat mir dann verziehen und wir haben darüber gesprochen. Alles ist wieder gut. Wir haben uns wieder lieb und damit wir das Luftschiff wiederbekommen, muss ich jetzt Waffen besorgen. Und das hoffentlich bei dem Herrn Fink. Der hat nämlich eine riesengroße Waffenindustrie, ist aber jemand, der auch die Leute übelst unterdrückt. Ich wünsche euch jetzt beim 9. Teil viel Spaß. Ab geht die Luzi. Der nächste Bereich. Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein Chinese... Wie nett, dass ich es zu Ende lesen durfte. Hier sieht es ja echt feurig aus. Oh, was haben wir denn da? Es könnte heiß werden. Das hätten wir geschafft. Was haben wir hier? Oh, was huscht sie denn da rum? Komm, Hase, ich glaube, wir müssen hier lang. Also der Revolver, der hat's ja... gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Erleuchtet wurde? War dunkel? Okay, ich glaube, der war nicht so gut. Oh oh. Hier sieht's aber nach Kämpfen aus. Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Ah, bestimmt die örtliche Polizei. Hören Sie das? Unten ist jemand. Wo denn? Hä? Da. Da waren wir doch gerade. Verzeihung. Ma'am, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Okay. Mr. Lin, nicht hier. Er... fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Meilin. Und wo ist er jetzt? In Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Luca, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi? Hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy? Hilft Chen Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Verlass die Waffenschmiede. Bereich hin, Bereich her. Ach ja, ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unsere... Wollen die mich verarschen? Wo willst du hin? Da geht's lang. Helden, Vorsicht!
komme ich nicht mehr raus. Aua. Könntest du mir jetzt immer noch... Ich kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Das ist aber nett von dir. Was haben wir denn hier? Ausrüstung, Stiefel, Tunnelblick. Zielen erhöht den Schaden um 25%. Das Feuern aus der Hüfte verringert den Schaden um 25%. Vergleich anzeigen? Vergleich verbergen. Ich will nur die Ausrüstung haben, ich will den Kram nicht. Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Euch beiden geht's wohl nicht gerade gut, ne? Erst hip, dann hüpp, dann hopp, dann höpp. Dann hübbeldi, bübbeldi, babbeldi, böpp. So läuft's hier aber auch nicht. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lynn finden. Und nenn mich bitte Booker. Wisst ihr, was derjenige dann in... Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Reich oder arm, der ein Schwindler bleibt ein Schwindler. Hehehe, diesmal habe ich es geschafft. Was wollen Sie denn? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Was gibt's denn hier Schönes? Aber gibt's da wieder nichts für mein Maschinengewehrchen, ne? Ist das jetzt eine Pistole? Oder nicht? Das ist eine gute Frage, ne? Ich kauf das mal. Hier noch. Na gut. Dann brauchen wir Geld? Ja, immer. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also. Ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Noch. Sorry. Fireman Booker, Achtung! Munition! Was? Da. So. Ja, okay, mein Kollege.
Wo bist du denn? Also der Revolver, der macht ganz schön Schaden. Was? Wer schießt da auf mich? Wer schießt denn da? Da oben, Hampelmann. Komm mal her, mein Freund. Ich mach dich nass. Süchen. Dieser junge Draufgänger ist ein früherer Verehrer von Lady. Was haben wir hier? Brauchen wir nicht. Comstock. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Für kein Geld. Keine Gnade für uns, noch für dich. Wow. Ich hab hier Seife. Hier, bitte. Vielen Dank. Ein Schuss. Dankeschön. Ja, warte mal, ich komme zu euch hoch. Hier bin ich. Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Er will alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. In einem hat er recht. Es wären weniger Mäuler zu füttern. Dina, los, geht klar. Diese Wahrheiten sind offensichtlich. Danke! Ich gratuliere, DeWitt! Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. So, ich hole erstmal meinen Revolver wieder. Maschinengewehr.
Nein! Mein Revolver. Ach, da ist er doch. Komm, Hase. Alle ab! Da liegt die Railgun. Aber die hat wieder keine Munition drin. Okay, da drüben ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's runter. Kaffee trinken. Und Kaffee ist gut. Was haben wir hier? Wieder ein Geschwafel von dem. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Das hat aber jetzt nicht viel gehalten. Oh, da ist noch ein Revolver. Ein Pick. Karabiner, ne. Was ist das? Zelle Nummer 9. Na da. Kriegst du es auf? Bin dabei. Zack, zack. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Fertig. Na dann. Hey, Kampf! Die Revolver haben sie echt in sich. Was haben wir denn da? Ein Codebuch für eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Geheimcodes? Die Chiffre müsste hier irgendwo sein. Sag uns, was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lynn auch herholen? Schütteln wir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Ach, was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten, ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Oder die eigene Gefolgschaft... Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein, anscheinend nicht. Anderes als die Schule des Herrn. Bitte. Hemd. Präzision. Nehme. Der Kerl hat Geld einstecken. So, Elizabeth. Das dürfte schnell gehen. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. Bitteschön. Dankeschön. Meine Interessen wahren, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat
hat eine Berufung. Doch sie werden merken, dass sich ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Hier geht's aber ganz schön tief abwärts. Das sieht nicht gut aus. Hier ist es so dunkel. Oh oh. Er sieht nicht gut aus. Leicht bläuliche Farbe im Gesicht. Tja, da können wir wohl nichts mehr machen, ne? Und jetzt? Wie? Geht's hier irgendwie weiter? Nö. Ach so, leicht. Zu spät. Verdammt. Hank. Oh. Was hat er gemeint? Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tod. Hört zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Langsam wird's peinlich. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Okay, öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Was ist das? Repetier. Hä? Jetzt bin ich zwar ein bisschen überfragt, aber... Nun komm. Tja, wir können ihn nicht rauslassen. Warum auch immer. Wo müssen wir denn jetzt hin? Achso, kehre zum schönsten Zwergstadt zurück. Warum können wir die jetzt nicht freilassen? Ich würde die gerne freilassen. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Diese Männer. Ich habe sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Ich bin eingeengt. Booker, sieh mal, sie... Eingeengt. Sie bluten. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran, tot zu sein.
Was geht hier vor, Sandsmark? Als mein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an ihren Männern vorbeikamen und was sie im Keller wollten. Halt! Das werden wir ja sehen. Ach ja, kann ich auch. Ja, noch einmal. Was? Ich bring dich um. Komm wieder her. Leergeballert? Wo ist er denn? Ach, da hinten. Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Mehr Geld. Von der ganzen Sache krieg ich Kopfweh. Schon alles ein bisschen komisch. Ach, guck mal, unsere Vögel sind aber noch da. Nee, ist klar. Das ist schon ein bisschen komisch. Komm, Hase, wo bist du? Ach, da. Bereich verlassen. Na, jetzt bin ich aber gespannt, ne? Also, irgendwie schon ein bisschen verwirrend, die ganze Geschichte, ne? Oh, oh, hier liegt ganz viel Salz rum. Wer ist da? Da! Aua, 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 aua. Macht ihn kalt! Ich geh in Deckung! Da rufe ich mir doch mal meine Freunde, die Vögel. Stopp! Das sind sie! Dankeschön. Komm nicht da hoch. Krass, ne? Wie die Knarre jetzt schießt hier. Kleiner Erlösungsschuss. Vergiss nicht, deine Kräfte einzusetzen. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir da hoch müssen. Irgendwas passiert gleich hier noch. Etwas ganz Böses. Okay. Ja. Oder? Schätze aus dem Job für Fink wird nichts. Ja.
Deswegen war es ganz gut, dass ich mein Schild so hoch gepustet habe. Was gibt's denn hier Schönes? Ah, hier kommen wir wieder. Magazinvergrößerung. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob das der Revolver ist, aber egal. Einfach alles mal ein bisschen hochpushen. Weniger Rückstoß. Was ist das hier? Präzisionsgewehr. Karabiner. Schrotflinte. Nee. Na, Taschen leer. Dann gehen Sie lieber weiter. Taschen leer, gehen Sie mal lieber weiter. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ach ja, das ist ja jetzt hier der Chinese. So, ich denke mal, jetzt ist es wieder an der Zeit, ein Päuschen zu machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis demnächst. Tschüss.